Hallo zusammen, hier ist wieder Ottila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir durch eine Paragon-Kiste bekommen können. Und zwar um das Mal der Reinheit. Das Mal der Reinheit hat eine Chance in der Paragon-Kiste von den Aufgestiegenen drin zu sein. Die heißt Vorräte der Aufgestiegenen und diese erhalten wir, wenn wir einen ehrfürchtigen Ruf bei den Aufgestiegenen haben und dann nochmal 10.000 extra Ruf farmen. Ich habe jetzt mittlerweile schon meine zweite Kiste gefarmt. In der ersten Kiste war jetzt hier das Mal der Reinheit drin und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Von der Drop-Chance kann ich jetzt noch nicht sonderlich viel sagen. Es sind noch relativ wenig Daten quasi vorhanden. Auf WoW Head haben wir leider auch noch keine Auswertung, aber da es bei mir in der ersten Kiste drin war und ich von einigen auch gelesen habe, dass das auch relativ zügig bekommen haben, schätze ich mal, dass die Drop-Chance nicht allzu schlecht ist. Was macht das Toy jetzt? Und zwar erklärt die Zugehörigkeit zu den Auserwählten der Bastion und erhaltet das Privileg, an der Schwelle des Todes mit Vespion, Paragon, der Reinheit zu sprechen. Das Ding können wir einsetzen und 7 lang haben wir dann einen anderen Geistheiler und ich will das jetzt mal ausprobieren. Wir lernen jetzt das Toy einmal. Und dann setzen wir es auch ein. Ach, schau mal, mein Knie sogar so hin. Okay, ich habe es jetzt eingesetzt. Hat eine Viertelstunde Abklingzeit. Und jetzt gucken wir mal. Ich muss mich jetzt leider selber umbrezeln, deswegen habe ich mich schon in der Nähe vom Friedhof hier in Dalaran positioniert. Und jetzt gucken wir mal. Zack, also tot bin ich. Ich habe mich fürs Team geopfert. Und wir sehen, hier haben wir ihn. Den Geisterheiler, der heißt auch noch Geisterheiler und wir haben jetzt quasi so einen Kyrianer, das ist dann anscheinend Vespion. Ja, den können wir anquatschen, funktioniert genauso wie ein anderer Geist oder wie ein normaler Geisterheiler. Jetzt haben wir halt bloß so einen Kyrianer hier stehen, ist jetzt nicht sonderlich specialig, aber wieder ein Toy mehr. Und wenn ihr den haben wollt, oder die, ne, sie scheint ja weiblich zu sein, mit den Attributen, die ich hier so sehen kann, behält man quasi dann für 7 Tage und dann muss man halt das Toy erneut einsetzen, um sie weiter als Geisterheilerin zu haben. Gut, das war jetzt soweit der kleine Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Falls ihr euch interessiert, was ich in den anderen Paragon-Kisten rausziehe, ich habe da auch eine kleine Opening-Videoserie, wo ich immer 5 Paragon-Kisten aufmache, sobald ich wieder welche zusammen habe. Dauert ja immer einen Ticken, bis man die sich zusammenfarmt. Und ja, da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen, Nachspielen. Und dann sehen wir uns im nächsten Toy Guide wieder. Euer Tella, bis dann. Ciao.